Es ist wichtig, die Jugendlichen bezüglich des eigenen Projekts auf dem Laufenden zu halten. Welche Möglichkeiten gibt es, Online-Rückmeldungen bzw. die Weiterbearbeitung zu verfolgen? Und braucht es dafür jugendgerechte Medien? Hier bieten sich vor allen Dingen die Kanäle an, die ihr sowieso schon mit den Jugendlichen verwendet. Ganz viele Jugendarbeiter benutzen Social-Media-Plattformen, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu sein. Einige haben auch gut funktionierende Webseiten oder Blogs. Es kann auch sein, dass ihr flankierend dazu Jugendbeteiligungsplattformen verwendet habt. Hier in Deutschland ist das IPAD-Tool in der Jugendverbandsarbeit zum Beispiel ganz gut. Open ist zu nennen. Es gab früher mal ein Beteiligungstool, das hieß YPAD. Solche größeren Beteiligungsplattformen bieten es an, unterschiedliche Prozesse auf den Plattformen zu machen, und die haben auch immer einen Ort, wo man Feedback geben kann zu den Vorschlägen. Die Frage nach den jugendgerechten Medien ist immer so eine etwas schwierige, weil es manchmal im Widerspruch damit steht, was die Jugendlichen eigentlich nutzen. Aber die Plattformen sind manchmal nicht jugendgerecht, zum Beispiel wenn es um Datenschutz geht oder so. Insofern müsst ihr da wahrscheinlich irgendwo Abstriche machen. Ja, ich finde, dass in jedem Fall die Methode der Rückmeldung mit den Jugendlichen besprochen werden sollte. Also klar zu kommunizieren, welche Plattformen nutzt ihr, welche Plattformen kennt ihr, was sind die Medien, die ihr überhaupt nutzt, womit ihr euch auskennt, und sich da eventuell ja auch schlau zu machen und das dann als Rückmeldungs- und Weiterbearbeitungstool zu benutzen.